continue. Click it, click it. Okay, I click it then. Ich habe keinen Account. This one? Ja. Ja, da ist ein Spendler-Account. Ja, schau mal. Da. Macht's das auf. Schaut doch okay aus, oder? Plastic Revolution Jena. Geht wieder drauf. Ja, wenn es länger ist, dann... Make sure you don't, you have the wrong leg. Make sure you got the right leg. Okay. Very well then. Okay. That's a spirit. Yep. So, hacking music. What else was on our agenda today? Let's go back. It's going to be of Deutschlandscheid. It's going to be of Deutschlandscheid. Jetzt übergeht Solaris, genau, die Bugging aus. Solaris Kernel Debugging. Das ist eine gute, also wenn du das jetzt zeigst, das ist eine gute Idee, dann geht kurz aus Falto. Nein, ich hätte, ein Problem, bräuchte jemand, der mir hilft. Aha. So, na warum nicht? Das geht ja auch. Man sagt jetzt, hier, ich beschäftige mich damit, aber es gibt Probleme und ich brauche jemanden, der mir dabei hilft. Das ist genau richtig. Wer passt schon? Hast du auch was zum Zeigen und so weiter? Das wird dir nicht viel helfen, das ist das Problem. Aha. Na, stell dich dahin das und dann. Nicht gebootet. Das ist ein Problem, ja. Also, ich kann dir einen Server geben, aber mir nicht. Kontaktiere. Hier da ein Spiel. Chili in Berlin. Ja. Ja, gut. Ja, ich mein, sprich in die Kamera. Ja. Stell dich dahin. Ich habe sie schon am Smart OS Channel. Ach so. So, ja. So, die Mitte hat man ja. Überraschend, dass man einfach nur den Raum hineinruft und passiert, dass das hier noch irgendwas kennt. So, was haben wir denn da? Also ich gucke noch in unsere große Liste. Vorhin hat uns Ferry die Lifehacks schon gezeigt, da hatten wir sogar schon was, super. Und auch den Stream Ripper. Und siehe da, wenn man noch ein bisschen weiter nach unten schaut, da gibt es noch etwas, das nennt sich Composite. Und auch der Ferry würde uns da was drüber erzählen. Jo, gerne. Ja, na dann, wechseln wir mal, geht's gleich weiter. Wenn mein Schwäbchen das verkauft, dann versuchen wir das. Läuft es noch genug dran? Ist zu knapp. Zu kurz. Warum? Vorhin sagt es doch auch. Vorher hat es sich. Vorher? Oder wollen wir das vorher hat es sich. Vorher hat es sich. Okay, ja, dann verrutsche ich, ja. Das passt schon. Oder wie vorläufig wie jemand anderes zwischendurch. Okay. Kannst dich aber lauschen, wenn du magst. Ganz unvorbereitet. Nein, nein, warte schon. So ganz unvorbereitet, aber. Hätte ich hier vorher schon sollen. Ja. Aha, wir haben einen Mauszeiger. Und? Ist es alles? Gut. Der zweite Screen. Ja, der. Nix durch. Na dann schieben wir ein Fenster hin. Oh, ja, das ist alles. So. Ui. Also das schafft glaube ich nur ich. So. Jetzt muss ich nur noch mehr einen Terminal darüber schieben. Das wird wahrscheinlich die Grenze sprengen, aber ich versuch's. Shift, natürlich, sorry.
Ups, das ist dann, ja. Das war der Kompass. Das war der Kompass. So. Ist es der oder ist es nicht Komposit, gell, oder? Komposit, ja. Scheint so. Okay. Nein, Komposite. Na eben. Fehlt doch was. So. Mach mal ein Vollbild. War das der falsche Button? So, und jetzt kriege ich gar nicht mehr wieder hier. Also ich muss mich entschuldigen für die Verzögerung, aber bin ein bisschen gehandicapt. So, auf ein neues. So, das ist mein Favorite Tool, das durchaus sicher vieles kann. Ich verwende sie einfach, um viele Bilder mit den Wasserzeichen zu versehen, zu dem ich vorher einen durchsichtigen, also einen entsprechenden JPEG, BNG-File erstellt habe, also den Wasserzeichen selbst. Ich habe das hier in GNOME 2 für Nautilus ebenfalls ein Skript, das mir da die Arbeit auch erleichtert, wenn man sie nicht über die Konsole machen möchte. Und das Skripte. Editor. Darüber bekommen. Wie schaut dieses Wasserzeichen-File aus? Einfach nur PNG, transparenter Hintergrund, irgendwas geschrieben. Das kann x-beliebig sein. Ich wollte das jetzt eh gleich zeigen, allerdings ist mir der Pfad, jetzt habe ich es nicht im Kopf, deswegen muss ich nachhelfen und schauen, wo ich eigentlich den Pfad da gelegt habe. So, die habe ich. Wasserzeichen. Okay. Ich hoffe, dass das Bild jetzt dort aufgeht. Genau. In dem Fall ist es ein relativ großes Bild. Und wie man sieht, ist es transparent mit Text und ja, eigentlich relativ simpel, aber das kann ein x-beliebiges BNG-File sein, weil BNG eben das Transparenz unterstützt. Ob es mit GIF funktioniert, weiß ich nicht, aber ja. So, also den File halten wir schon. Mein Skript ist dieses welches. Das ist so die Schrift. Eine simple Schleife, die ja, im Editor JPEGs drüber iteriert. Wenn Sie wissen, wie ich im Editor jetzt die Schrift vergrößere, dann gerne, aber im Moment. Ja, ich kann, ich kopiere es raus und schmeiße es in den. Ja, komm. Aber so ist es ja. So, vielleicht eine Spur kleiner. Da oben, aha, aber dein Terminal weiß nicht, dass der das schnell da wieder eins runtergehen kann. Aha. Und Ctrl U für alles löschen. Da ist eben Kommando. Ah, das ist geflasht, gell? Ja.
immer noch dieselbe Zeile. Ah. Du hast auch noch das Schiebein. Gut, also gesehen hätten wir schon, ich führe es einmal aus, dass wir jetzt schauen, dass man, wie das ausschaut dann. Wie das. Das Praktische ist, egal in welchem Ordner, jetzt in dem Fall über GUI, was habe ich vorher ausgesucht? Nehmen wir den da. Es ist das Originale. Noch schneller Kopie, damit man das nicht verändert wird. So. So. An und für sich, egal in welchem Ordner ich bin, kann ich jetzt mit dem Skript, was im Skriptordner ist, für den Nautilus hier einfach das ausführen. Dann sieht man vielleicht was oder nicht, oder ist schon so schnell und hat das schon durchgeführt. Und weil ich das jetzt aufmache, sollte eigentlich sehe ich, dass das Bild aktualisiert, aber irgendwo ist jetzt das Bild. Ich zeige mal die Schleife. War das nicht mehr geklickt? Ah, das kann, da hast du recht, das kann sein, ja. Wo er sicher ist, du das sagst, fällt es mir ein. Das ist doch irgendwie begeben worden. Ja, das ist Sekunde. Werden wir schnell ein JPEG herausfischen? Okay. Nein. Hä? So geht es nicht weiter. Ich habe sicher einen Spenden, oder? Aber das ist eigentlich ein Survival-Projekt. So. Also in dem Ordner einfach Skripte ausführen. Warte mal. Und hoffe, dass das jetzt funktioniert. Nettes Auto. In dem Fall das Originalbild. Wenn es jetzt nicht geht, dann gehe ich. Irgendwie funktioniert es heute nicht. Vielleicht sollten wir es in der Konsole machen, dann wissen wir auch, was für ein Fehler da drin ist. Ich habe das einen Rechtsklick aufs Bild gemacht, also nicht auf den Ordner. Naja, beides eigentlich schon probiert. Achso. Weil dann gibt es Parameter nicht den Er tut einfach nichts. So. Zeig mal, was es gibt. Cool, es gibt. Ja. In den Müll. Das ist mein Maus. Sehr schön. Komm schon. Ja, öffnest mit irgendeinem Editor, G-Edit oder so, also Rechtsklick auf Strip. So, wo waren wir denn da?
Ja, wichtig ist, dass du das mit heimnimmst und passt, dass das das Problem war. Das ist ja auch schon was wert. Aber wir könnten das Skript fixen, damit es mit beiden geht. Ab auf GitHub. Jetzt hast du zwei Punkte, passt das eh? Bitte? Du hast zwei Punkte, glaube ich. Was vor? Das ist wurscht. Ist wurscht, aber es schaut, glaube ich, nur so. Oh, ja, nein, es sind so. Für das Skript wird es keinen Unterschied machen. Für das Skript macht es keinen Unterschied, trotzdem sind es zwei Punkte auch wieder. Nein, das schaut nur so aus. Oben sind es, glaube ich, wirklich zwei. Nein, das ist ein scheiß Font. Aber das ist, nein, das schaut nur so aus, das ist optische Täuschung, oder? Optische Täuschung. Ja, das ist ja. Wirklich kein Font. Ja, es ist wirklich ein Font. Wenn man den weggibt, dann habe ich gar keinen. Ubuntu. Nein, passt. Nein, die Font heißt Ubuntu. Es tut mir sehr leid. Okay, die Font heißt Ubuntu? Ja. Also. Ich will auch sagen. Auf ein neues. Was heißt Default? Was so, jetzt wurde das Date Stamp geändert und jetzt haben wir es drin. Oh, Buffer drin. Hey! Ja. Sehr gut. Hätte ich vorher natürlich ein bisschen vorbereiten müssen. Ich habe mir überlegt, dass er so ein Blechhaufen mit ein paar LED wahnsinnig gut ausschaut. Ja. Und nichts Besonderes ist es wie ein Blechhaufen. So schaut er von innen aus. Das ist ein Kamerad. Das ist richtig. Aber er schaut auch ohne LEDs sehr stylisch aus, muss ich sagen, ja, oder? Wie ich schon festgestellt habe, unser PC hat mehr Leuchtdioden als der Mustang. Okay, gut. Das war eigentlich der ganze Schmäh. Aber du hast da was mitgenommen. Ich bin irgendwann einmal auf diese Lösung gekommen und ich fand das wirklich sehr hilfreich. Und ja, nutze ich auch hin und wieder. Ich zeige nur drei kleine Sachen, die haben nichts Besonderes. Ich habe leider nichts vorbereitet, außer jetzt. Mach's schlechter, wenn der Scheu nicht so schlecht ist. Jetzt hast du bei Keks verdient. Okay. Ich suche immer noch einen Input. Moment, haben wir richtig? RGB ist richtig. Hat bisher aber alles funktioniert, aber ich glaube, wenn du mal ein bisschen. Okay. You are ausstehend. Achso, ich dachte, das ist wireless. Besonders wireless bis zum Kabel. Ich bei mir schon, aber dort sollte es kann. Jo, also ich zeige euch nichts Neues, ich zeige euch was Altes. Okay. Das kennen sich ja alle. Auf mein Setschirm. Screen. Ja. Nein, Screen. Ja. Demux ist das Neue, zu Demux zu verwenden. Nein, Scherz, doch nicht Screen. Sondern? Ich habe mir eine Screen-Session, die ich öffne. Ah, ja. Ah, okay. Ah, Gutschein. Ah. Magst du das rausgehen? Okay. Also die Screen-RC habe ich übrigens vom Sven geklaut. Ja, nicht verraten. Das hätte man noch mal, das braucht es fast nicht. genau, ich zeige euch was Altes.
Und zwar geht's. Fangen wir mit Zentrus an. Und zwar geht es um den Command Yum oder Yum. Und zwar im Detail um die Yum Group Funktionen. Also gibt Yum ist ein Paketinstallierer. Genau, Yum ist der Standard-Paketmanager von Red Hat oder CentOS oder Fedora. Also auf allen Red Hat-basierten Distributionen. Und damit kann man so wie mit Apt-get einfach Pakete aus dem Repo direkt downloaden und installieren. Man macht das eben einzeln, indem man direkt sagt yum install ZSH für das Package ZSH oder eben man sagt, man will zum Beispiel, wenn man den Fall hat, dass man zum Beispiel einen kompletten LAMP-Server installieren will, also Apache MySQL PHP, da gibt es sogenannte Group-Definitionen von Paketen, die man sich einfach mit Yum Group List anzeigen kann. Da erhält man dann eine Liste von verfügbaren Group Install Möglichkeiten. Zum Beispiel Virtualization zum Beispiel. Oder E-Mail Server oder Graphical Administration Tools. Performance Tools, das ist dann eine Ansammlung von Paketen, die man nicht einzeln installieren muss, sondern man sagt einfach also Group Install und dann den Namen. In dem Fall wäre das zum Beispiel Virtualization, das muss man natürlich auch schreiben können, oder einfach nur mal nachschauen, wie das geschrieben worden ist. Genau, Virtualization, ja. Und dann würde alle Pakete, die unter dem Begriff Virtualization definiert sind, installieren. Das wollen wir nicht, wir wollen vorher uns ansehen, was denn da installiert werden würde. Dazu gibt es Group Info. Das wäre in diesem Fall QEMKFM, Hyper-V, KVP Daemon. Klicke ruhig mal drauf zum Visualisieren für die Leute, die zuschauen, wovon du redest. Ja, genau. Wir wissen ja auch nicht genau, wo du drauf schaust. Also mit Yum Group Info und dann den Group-Namen erhält man Details darüber, welche Packages dann mit dieser Definition installiert werden würden. In dem Fall wäre das QEMO KVM, Hyper-V, KVP Daemon und noch ein paar andere Packages. Und ich finde das eigentlich ganz praktisch, weil es gibt da auch so Pakete, um die Sprache vom kompletten System zu ändern. Wenn man sich entscheidet, ja, man will jetzt Zulu lernen, kann man einfach das Zulu Support Package per Group Install installieren. Und man hat dann sein System auf Zulu geändert. Falls man Zulu lernen will, natürlich. Ja, wie gesagt, ist einfach nur eine Option von Yum. Unter Man Yum gibt es dann natürlich mehr Info dazu. Group Install, Group Remove, Group Info, Group List. Markieren wir nochmal. Also diese Befehle gibt es auch. Man muss nicht immer für jede Kleinigkeit immer alle einzelnen Pakete angeben, um sie zu installieren. Denselben Schnee, nicht Schnee, Schmäh, gibt es auch auf Debian. Nur leider gibt es auf Debian kein Yum, zumindest standardmäßig nicht. Probieren wir mal. Ja. Da gibt es apt-get oder aptitude. Und leider hat aber apt-get keine Option für so eine group-basierte Installationsmöglichkeit, zumindest habe ich keine gefunden. Falls jemand sie kennen sollte, bitte aufschreiben. Okay, also Group gibt es in der Manpage zumindest. Da gibt es eine Alternative,
die nennt sich Tasks Saddle. Das ist ein User Interface for installing Tasks. Und genau, parallel zu dem YAML Group Install oder Group Info, Group List gibt es Task Cell minus minus List Tasks. Kann ich mir dann anschauen, ja, welche Group Install oder welche Tasks es auf dem Debian gibt. Zum Beispiel, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich will jetzt ein Desktop-System aufsetzen. Dann kann ich einfach sagen, ja, Taskcell und dann das Package Desktop und dann installiert er die Debian Desktop Environment. Und ja, wenn ich zum Beispiel wissen will, was es macht, kann ich minus minus Task deskripten. Also kurz und Ctrl-L einwerfen, damit du es wieder... Genau, sehen. Sorry. Ja, okay. Also ich will wissen, was jetzt mit Desktop Environment... genau. Also nochmal, mit List Tasks zeigt er mir die verfügbaren Tasks an. Und ich würde jetzt gerne wissen, was installiert werden würde, wenn ich das Desktop, den Desktop-Task installieren würde. Ich muss da selber auch in dem Mainpage kurz schauen. Genau, da gibt es dann die Option Task Desk für Description. Das wäre diese hier. Damit kann ich sagen, Task Cell minus minus Task minus Desk und dann sage ich ihm ja Desktop und dann zeigt er mir nichts an. Verstehe. Ja, wozu brauchst du Desktop? Stimmt, ja. Probieren wir es mal mit Webserver. Zeigt auch nichts an. Okay, was tut man in solchen Fällen? Manual Page lesen. Ja. Okay, sollte das nicht funktionieren, dann nimmt man einfach ohne Parameter und dann hat man das hier. Ein halbgrafisches Interface, wenn man mit Space einfach markiert, was man, welche Gruppen man installieren möchte. Und dann tut er das. Ja, dasselbe gibt es auch unter Ubuntu, ist ja auf Debian basiert natürlich, gibt es auch Taskcell. Da ist die grafische Oberfläche etwas, also die Text-GUI etwas umfangreicher. Man kann da so Sachen wie Myfbuntu Additional Roles dazu installieren oder das Frontend oder umstellen auf Xubuntu, falls man mit dem Unity von Ubuntu nicht zufrieden ist. Wäre das eine Taste und die Sache wäre installiert. Nachdem ich sehe, dass hier einige fadisiert sind, mache ich weiter. So, Unity habe ich angesprochen. In dem Unity Desktop Environment von Ubuntu gibt es ja dieses nette Dash, in dem man einfach die Super-Taste drückt und dann poppt dieses Eingabeding auf. Von der NSM. Ja. Und es gibt auf fixubuntu.com eine nette Möglichkeit, die Vorschläge von dieser Unity Dash zu customisieren, ja? Einfach alle Werbung, alle Amazon-Vorschläge oder alle Musikstore-Vorschläge einfach mit diesem Command, das ist ein One-Liner, mit Wget, das Skript auf Bash pipen. Mhm. Und dann ist man die Sache los. Dann hat man einen Dash ohne kommerzielle Vorschläge. Fix Ubuntu. Okay, genau. Warum installiere ich denn überhaupt noch Ubuntu von vornherein? So. Viele haben es installiert. Wer es fixen will, fix Ubuntu. Das, die Frage ist, dass das bei Betriebssystemen ein Stück ist. Und was ist, wenn jetzt da jemand den DNS umbiegt und irgendwelche und immer... Zumindest ist kein Sumo-Bash, also das sind schon einmal ein bisschen...
Ja, was kann ich noch zeigen? Ach so, vielleicht habt ihr euch gefragt, warum ich da drei verschiedene Betriebssysteme da habe. Das ist nichts anderes als alles lokal mit Vagrant. Das haben wir letztes Mal schon kennengelernt. Da habe ich mir einfach über die Vagrant Cloud einige Systeme installiert mit diesen Manifest-Files. Das sind einfach Description-Dateien, die definieren, wie das Image aussehen soll. Wird dann unter VirtualBox Headless ausgeführt. Das meiste sind Kommentarzeilen, wie man sieht. Also man braucht nicht wirklich viel. Documentation ist awesome. Yes. And all you need to do is Vagrant up and Vagrant SSI init. Oder ich habe ein Alias, ich sage einfach Plus für Vagrant up und SSI und dann tut das genauso. Wenn man wissen will, wie der Status gerade ist, sagt man Vagrant Status und dann zeigt er an, ob jetzt die virtuelle Maschine rennt oder eben nicht. CentOS 5 ist jetzt powered off. Wenn ich sage Vagrant Bus, was nichts anderes ist als im Vagrant Up und Vagrant SSH, provisioniert ihr das Image mit dem VirtualBox Provider, definiert einen Forwarding Port für SSH, mountet noch einen Share und loggt sich dann über SSH auf die Maschine ein unter dem Usernamen Vagrant. Und da kann man halt das Betriebssystem einfach testen oder vernichten oder modifizieren oder was auch immer man damit machen will. Ja, nachdem ich ziemlich viele Vagrant-Images unter meinem Vagrant-Verzeichnis habe und manchmal nicht weiß, wie der Status jetzt von den einzelnen Maschinen ist und ich nicht jedes Mal in jedes Verzeichnis separat wechseln möchte, habe ich mir so ein kleines habe ich mir ein kleines Skriptchen gebastelt, nichts Besonderes. Einfach eine Schleife, dass die Verzeichnisse durchgeht und den Vagrant-Status ausgibt. Ich brauche dann nur sagen Status SSH und kriege dann eine Info über alle virtuellen Betriebs-, also virtuellen Systeme, die ich gerade betreibe. Ja, das war's. Danke. Please, no questions. Unter Solaris ist Vagrant SSH Z-Login. Ah. Wenn die Zone oder KVM-Maschine wieder hineinwiesst, dann lockt man sich dort ein. Achso. So, ich hoffe, ihr habt was mitgeschrieben. Oh, sorry, ich konnte nicht. Ja, du nicht. Du hast ja gerade gemacht. Was haben wir da? Ah ja. 22 plus 23 Uhr. So, was hat man noch mit auf dem ganzen hinten? Ah ja, der Horst ist leider nicht da. Kann ich das nicht zeigen. Das wird dann schon mal. Moment, ich gehe nochmal ran, dann werde ich mitschauen und hier, was ich da schaue. Achso, jetzt sehe ich hier ganz hier. So, was haben wir da noch gehabt? Lifehacks. Die andere Richtung, ja. Hier war das Ende, genau. Da dazwischen war.
Ja, das mit den VI-Threads ist immer noch mit eingetragen. Will ich endlich mal sehen. Ja? Ja, okay. Ansonsten mache ich noch einen Hinweis darauf, der Horst Jens macht ein Journal, das er nennt Remix Improve Share, also kurz genannt RIS. Und das gibt es auf Spielen Programmieren, seiner Website zu schauen. Journal wird natürlich immer wieder updated, immer neue Ausgaben. Er sucht noch weitere Leute, die ihm Artikel vielleicht schreiben dafür. Und damit den Eindruck gewinnen, was es da so gibt, bitte schaut halt mal hin. Spielenprogrammieren.at/de RIS Start. Da ist das Ding. Ich fand das schon mal recht brauchbar, was er da so schon zusammengebastelt hat. Aber es, wie immer, ne, es fehlt am Input und ein bisschen Feedback natürlich, um die Sache weiter in seinem Leben zu halten. Ja, das war den Stitch-Code habe ich vorhin zwar erwähnt, aber nicht reingeschrieben. Ja, da müsst ihr nur mal hinschauen und dann würde ich gerne weitergehen mit Nuto. Und dann zeigt euch die VI-Tetris. Ja? 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 Gleich? Ja? Ja? Müssen wir noch booten? Noch booten, okay. Ein Boot tut gut. Immer gut. Das, also nochmal der Hinweis auf das RIS-Journal. Und dann, really soon, Stitchcode. Oder hatte ich das vorhin nicht irgendwie hingeschrieben? Weiß ich gar nicht. Komm, zum Anschauen. Ja, Idee so ungefähr kann sich etwas, was man auch mit Code erzeugt, kann man sozusagen sich auch auf ein Tuch, ein T-Shirt, auf irgendwas drauf stitchen lassen. Darüber gibt es also demnächst bald Info. Und hier dann an der Stelle, wie alt der ist, wir haben, wie viel dann ist, 22,56. Anfragen, dass es wieder immer keine Stickmaschine mehr. Oh! Das, es kann natürlich nicht sein, dass wir im Raumzeitlabor hier einfach so die Führungsposition in Sachen Stickmaschinen überlassen. Ja, so etwas. Na, nicht beim Booten? Mit einem anderen Linux wäre Ihnen das. Ach, an dieser Stelle muss man natürlich das Core-Boot erwähnen. Dass du richtig schön schnell irgendwie das booten lässt und so, ja? Hast du das denn ähnlich am Rennen? Ja, ich habe das auf einer Maschine rennen, aber so nicht dabei. Ich hätte sogar zufällig die Box da, aber ich brauche eine S-Ride Table in Corbin. So, jetzt können wir weiter. Ich habe keine Ahnung, wie ich sowas kriegen kann. So, wow, Moment, das ist jetzt wieder mein Zeug. Gezogen, aber so. Was wir da haben, ist das lieber wie Tetris. Hat mit dem VI recht wenig zu tun. Der Typ heißt nämlich einfach, irgendwo steht es ja. Der Typ heißt einfach Victor Nielsen, auch wenn ich seinen Namen gerade nicht finde. Aber irgendwo steht es. Ah, da, hier da. Ja, Victor Nielsen heißt er. Und im Prinzip ein ganz simples Konsolentitel. Der nette Herr mal geschrieben hat vor vielen, vielen Jahren. Und warum? So. Nicht groß. Ja, groß. Ganz so groß. So. Die moderne Wissenschaft hat festgestellt, dass sie immer noch nur einen Titelstein vorhersagen können. Was kommen wir? Auch mit moderner Wissenschaft kann man beim Tetris immer nur einen Stein vorhersagen. Das ist tragisch. Das Ding kann
kann man natürlich ganz klassisch mit Configure, weil hat, ich glaube, eine Dependency auf irgendeinen Cursus. Ja, Cursus? Erstens, aber das ist meistens eh da. Readline. Und nein, du kannst das Ding nämlich mit irgendwelchen lustigen Controllern steuern. Das heißt, das ist eine optionale Dependency auf irgendeine lustige Library. Und das Make geht dementsprechend auch schnell. Dann hat man hier halt, also das sieht, ja, hat man hier halt sein Tetris und kann dann unterfröhlich, ich weiß nicht, hin Tetris sein. Was es auch hat, ist ein Zweispieler-Modus. Oh mein Gott. Das geht. Produktivität ist so eben. Das geht entweder. Aber Tetris kann man in Emacs auch spielen. Also. Entweder lokal, da muss man dann die richtigen, aha, Tasten finden, die kann man auch irgendwo umstellen. Aha. Oder was auch geht, ist das Ganze über das Netzwerk. Wir sind verloren. So. Oh Gott. Wenn sich jetzt ein zweiter der Stelle installiert. Multiplayer Tetris. Oh shit. Wenn sich das jetzt ein zweiter ganz schnell installiert und mir seine IP-Adresse sagt. Okay. Oh mein Gott. Komm, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, yes. Dann muss ich ja da mal hingehen und Ich will nicht das glauben, ohne dass du das herzeigst. Ja, ich hab schon Lust. Da auch mal, weil sie sich vorbereitet sein müssen und natürlich nicht so allen Leuten Zeit haben, aber okay, runtergeladen ist es ja schon mal. Ich glaube, an Zeit mangelt es uns nicht. Ja, morgen ist ja was anderes. Einfach nur Configure Make. Make Explorer. Make, ja. Make Install brauchst du nicht einmal, der macht das gleich in den Source, in den Ins Directory rein. Okay. Heißt dann Tetris. Compiling, oh, er mag das Print nicht und fprintf nicht und oh ja. Oder auch nicht. Ja. Auf jeden Fall, es tut auch Netzwerkdinge. Wenn Sven so runter nicht zu alt wäre. Und lass mich raten, oh, es ist fertig. Dort Tetris. Achso, was muss ich machen? Einfach laufen lassen oder ich muss irgendwie also so einen Server-Mode angeben? Da gibt es jetzt irgendwie ja, Netplay. Auswählen. So, Netplay, ja. Dann okay. Gibst du da diese IP. Welche? Gehighlightete. Also, ja. Hallo. Der Port ist 1234. Was ist dahinter? 38? Ja. 1234. Aha. From the port now. Waiting for opponent. What? Aha. Enter. Enter. Ja. Ah! Wo sind die Keys? Wo sind die Keys? Was mache ich? Pfeiltasten. Ich weiß noch nicht die Keys. Pfeiltasten. Pfeiltasten. Ja. Pfeiltasten. Geht wahrscheinlich auch. Ja, kann man umkonfigurieren. HJKL, ne? Ja, eben. Kann man alles umkonfigurieren. Das ist schon ein Mode. Heißt VIT-Tris und dann kommt mit den Cursor-Tasten. Ja, ja, ja. Ja, so ist das. Das geht so gar nicht. Ich bin das Ding nicht mehr gewöhnt. Ja. Mhm. Ja, was machen wir sonst noch? Lass uns einfach irgendwann ausblenden, wenn der Micha nicht mehr will, dass wir. Ich will das gewinnen. Wollt das sehen? Bist du links oder rechts? Ich bin links, glaube ich jedenfalls. Es sei denn, ich hoffe es. Das müsstest du ja merken, oder? Ja, schon eigentlich. Ja. Achso, ach Gott, ja, was machen wir da? Türmchen bauen nochmal. Das war schon mal. Das stimmt nicht. Ja. Sollen wir Schiss? Müssen wir längst gewonnen haben. Was auch das? Nein. Irgendjemand,
nächste Mal so einer kommt da. Genau. Juhu. Ah. Internet, immer produktiv. Nein. I win! You win! Ah! Ich liebe dieses Spiel! Aber ja. Hey, ja, das ging ja sehr einfach und sehr smooth und ich weiß nicht, findet das morgen noch statt, das Event? In Eisenstadt. Ja, ist das? Ja, ich meine, du musst das auch noch installieren und dann, wenn wir da lokales Netz haben, dann... Geht das zu dir? Ah, sicher. Das mhm. So, und? Ja, ich denke, das ist ein schönes, buntes Ende für heute und so weiter. Ich meine, wir müssen ja eh noch weitermachen, aber vielleicht Ende der Aufnahme für dieses Mal. Und so müsst ihr noch weiter. Mhm. Geh schlafen, morgen ist der erste Stopp. Ja, aber es ist sehr schön, wieder ein paar Sachen gesehen. Das ist skandalöserweise das einzige Wochen-Event, das keinen Better Crypto Talk hat. Das was? Das keinen Better Crypto Talk hat. Ja, macht's ja. Das ist das hat mir frei, wir hätten sie angeboten. Dann kommst du rüber, irgendwas fällt bestimmt wieder aus. Ich verschwörungste. Muss mal.